In der Aula der Marienschule veranstaltete der BDKJ am Freitag ein Diskussionsforum zwischen Politikern und Schülerinnen. Anlässlich der Landes- und Bundestagswahlen in diesem Jahr kam die hessische Kultusministerin Nicola Bär von der FDP, die Landesvorsitzende der Grünen Cordula Schulz-Asche, der Generalsekretär der hessischen CDU Peter Beuth und Landtagskandidat Peter Rompf von der SPD. Die Schülerinnen hatten 3 Expertinnengruppen gebildet, die die Politiker zu 3 Themengebieten rund um Bildung, Beruf und Zukunftsperspektiven befragten. Die Politiker erklärten ihre verschiedenen politischen Herangehensweisen an die Probleme und die Schülerinnen hörten aufmerksam zu und konnten sich ihre Meinung bilden. Nach etwa einer Stunde war die Diskussion zu Ende und zum Abschluss gab es noch ein gemeinsames Gruppenfoto. Zufrieden? Ja, ganz spontan.